Mutter der Erlösung, das letzte Geheimnis von Fatima ist nicht offenbart worden, so erschreckend war es. Montag, 22. Juli 2013, 20.17 Uhr. Mein Kind, die Täuschung, welcher die Welt ausgesetzt sein wird, wird so schwer zu erkennen sein, dass nur diejenigen, die sich Gott hingeben und all ihr Vertrauen auf meinen Sohn setzen, in der Lage sein werden, die Prüfungen, die kommen werden, zu ertragen. Ich gab der Welt im Jahre 1917 die Prophetien, aber das letzte Geheimnis von Fatima wurde nicht enthüllt. So erschreckend war es für diejenigen innerhalb der katholischen Kirche. Das letzte Geheimnis von Fatima bleibt Gottes Kindern noch immer unbekannt, obwohl ich euch einen Teil davon am 26. Januar 2012 offenbarte. Nur sehr wenige in der Kirche sind darin eingeweiht. Jetzt muss der nächste Teil des letzten Geheimnisses von Fatima enthüllt werden, damit ich die Menschheit vor den Konsequenzen warnen kann. Mein Eingreifen, um zu helfen, die Welt zu retten, zu ignorieren. Die Kirche ist verseucht worden, von innen, von den Feinden Gottes. Sie, und es gibt 20 von ihnen, die von innen heraus steuern, haben die größte Täuschung geschaffen. Sie haben einen Mann gewählt, der nicht von Gott ist, während der Heilige Vater, dem die Krone des Petrus zuteil wurde, allmählich entfernt wurde. Die Details, die ich offenbart habe, sind, dass es zwei Männer geben würde, die in der Endzeit die Krone des Petrus tragen würden. Einer wird leiden wegen der Lügen, die vorgebracht worden sind, um ihn zu diskreditieren, und die ihn zu einem eigentlichen Gefangenen machen werden. Der andere Gewählte wird die Zerstörung bewerkstelligen, nicht nur der katholischen Kirche, sondern aller Kirchen, die meinen Vater ehren und die Lehren meines Sohnes, Jesus Christus, des Erlösers der Welt, annehmen. Es kann nur ein von meinem Sohn autorisiertes Haupt der Kirche auf Erden geben, das bis zu seinem Tod der Papst bleiben muss. Jeder andere, der behauptet, auf dem Stuhl Petri zu sitzen, ist ein Betrüger. Diese Täuschung hat ein einziges Ziel, nämlich Luzifer Seelen auszuhändigen, und es gibt wenig Zeit für solche Seelen, die nicht klüger sein werden, um gerettet zu werden. Kinder, ihr müsst jetzt nur eine einzige Warnung beherzigen. Weicht nicht von den Lehren meines Sohnes ab. Stellt jede neue Lehre in Frage, die euch möglicherweise präsentiert wird und die vorgibt, von der Kirche meines Sohnes zu kommen. Die Wahrheit ist einfach. Sie ändert sich nie. Das Vermächtnis meines Sohnes ist sehr klar. Lasst euch von niemandem euer Urteilsvermögen trüben. Bald werden die Fatima-Prophetien Sinn machen. Alles trifft jetzt vor den Augen einer ungläubigen Welt ein, aber leider werden nur sehr wenige verstehen, bis es zu spät ist. Bittet, betet, betet meinen Rosenkranz, so oft wie möglich, an jedem einzelnen Tag, um die Wirkung des Bösen, das euch umgibt, abzumildern. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung.